So, dann gucken wir doch mal zu, ob er das von alleine macht. Er erhitzt den Ofen. Brav Kohle. Hier wird wild Drogen vertickt. Ich glaube, es geht los. Was kauft denn der da die ganze Zeit? Oh. Unter Spionin Dori stürzte sich furchtlos auf die gegnerische Front, um Vernichtung über sie zu bringen. Ihr Kampfschrei trieb die Truppen von Lamaliot an und versetzte den Gegnern Angst und Schrecken, nicht eingeschlossen. Unter Spionin Dori hat 35 gegnerische Soldaten erledigt. Oh yeah, Baby. Ha, tot, verstehst du? Tot. Er macht das von alleine. Sogar im richtigen Levelbereich. Ausgezeichnet. Da kann er das ja ganz alleine machen. Warum habe ich mich bis jetzt hier darum gekümmert? Gut, dann kommt sie jetzt aus dem Dorf wieder. Und was will sie? Sie will die Zaubererarmee weiter bekämpfen, aber wir brauchen genügend Soldaten. 3 Rekruten für die Armee von Lamaliot finden. Jo, das wird doch möglich sein. Hier, guck doch mal, hier sind ganz viele potenzielle Kämpfer. Die Waffenfrau Maria zum Beispiel. Naja, also ich meine mit... Oh, Entschuldigung, ich hab's gegen das Mikrofon. Oh, das hat sie sehr schön gemacht. Ich habe mal wieder gegen das Mikrofon geprügelt. Weil ich ja auch so eine Kämpferin bin. Huch, ist sie sich umgezogen? Wo wird denn hier drüber getratscht? Na, die alten Frauen hier. Guckt euch die Fregatten an. Schön. Ah, super. Hui. Das kleine Kind könnten wir doch fragen. Komm, der hilft uns doch bestimmt. Aha, eine Ladung zur Auslieferung ist fertig. Dann kann er das ja auch gleich mal machen. Also er versteht sich gut. So, ich liefere jetzt mal hier. Oh, er hat wieder Liebeskummer, weil Anne ihn nicht anhört. So. Wir haben unserem Gegner heute starke Verluste zugefügt. Die Kämpfe des Guten werden nicht aufgeben. Nee, die Kräfte des Guten natürlich. Ich muss mir Rekruten finden und weitere Ausrüstungen beim Schmied bestellen, bevor ich mich wieder in den Kampf stürze. Kein Problem, kein Problem. Jordi ist erstmal durch mit seinem Kram. Er hat erstmal Tagesaufgaben. Oh Mann, 2 Rüstungen, Bärenhaut, Säbel. Wie viel bitte? Wie viel bitte? 2 Rüstungen aus Bärenhaut. Die bögt sich auch total gerne. Rüstungen aus Bärenhaut, Rüstungen aus Bärenhaut. Bärenhaut, war das hier nicht dabei oder kann ich die nicht machen, weil... Ja, ich brauche dafür Bärenfleisch. Dann schicken wir ihm gleich mal einen Dorfladen, wir wissen, was sonst noch braucht. 2 Säbel. Achso, ich kann ja dann kann ja nicht auf Stopp drücken. 2 Säbel, Säbel, Säbel. Das geht. Dafür brauchen wir noch Buntmetall. Gut. Ach, jetzt habe ich vergessen, was wollte er noch? 2 verstärkte Fesseln. Verstärkte Fesseln. Verstärkte Fesseln. Da. Da brauchen wir auch nur Buntmetall und Grobium für. Haben wir alles, also kaufen wir jetzt hier Bärenfleisch. Wozu auch immer man Bärenfleisch braucht, kauft doch lieber Bärenhaut. Aber ich will es auch, glaube ich, gar nicht wissen. Und was soll er denn noch machen? Einen Standardstab herstellen und ausliefern. Wie geht's ihr? Sie muss Soldaten der Armee töten. Sie braucht Nachschub, um die Schlacht in Gang zu halten. Hey, wie geht's denn hier unserem Errungenschaftsleiter? Oh, schon Level Gold. Oh. Sie braucht dann hier unbedingt ihre Waffenausrüstung und 3 Rekruten. Und dann hat sie auch noch Tagesaufgaben, und zwar geheime Nachrichten hinterlassen. Ich wurde beauftragt, in einem lokalen Nachrichtenposten eine geheime Nachricht zu hinterlassen. Hier steht die Sicherheit des Königreichs auf dem Spiel. Ja, dann kann sie das dann gleich hier danach machen. Ich glaube, es geht ja nicht so gut, aber sie kann es mal versuchen. Und eine Unterhaltung belauschen, ne? Das werden wir auch noch hinkriegen. Gut, das ist ja richtig viel zu tun heute. Hätte ich gar nicht erwartet. Jetzt erstmal mit Roderick sprechen. Auf, los geht's. Los, Dori, 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 Dora, Dori, Doro, Dorum, Lirum, Dorum, Dorum, Dorum. Er ist auf dem Weg zum Dorfladen. Gut, das klappt auch schon mal. Dankeschön. Es ist immer das falsche Bild. Aber was hat der denn für Aggressionsbewältigungsprobleme? Okay, tun wir mal den Wächter zusammenpreisen. Betet mich mal an. Betet mich mal an. Preist mich mal. Los. Ihr könnt aber eure religiösen und ihr könnt über... Ach, ihr könnt einfach mal ein bisschen kennenlernen. Und nach Mörsern fragen. Boah, ist das laut da unten? Das liegt aber nur in meinen Kopfhörern. Die sind zu laut gestellt.
Gut, was wollte ich denn noch machen? Ich wollte dann eine geheime Nachricht hinterlassen. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. La 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 la. Und er will jetzt hier Bärenzeugs. Oh Mann, laut. Ich kaufe mal lieber ein bisschen. Ach, wir müssen ja sowieso zwei herstellen. Gut. Ja, das geht dann schon mal. La 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 la. Mal dieses Dorf. Ich habe beim Dorfladen eingekauft, Geräusch. Wow, hier geht ja richtig die Party ab. Oh yeah. Fette Säbel-Action hier. Attacke. Und... Au, hat er die angespuckt? Habt ihr das gesehen? So ein falsches Schwein. Da ging sie zu Boden. Also wir haben auf jeden Fall viele potenzielle Kämpfer, die wir... Oh Gott, die die Fresse nicht halten können und so laut sind. Wir haben auf jeden Fall viele Leute, mit denen wir hier zusammen eine Armee bilden können. Statt dass sie sich gegenseitig aufschlitzen, könnten sie lieber gegen die Leute, die uns da hinten irgendwo angreifen. Seht ihr diese tobenden Massen, die uns aufschlitzen und vernichten wollen? Seht ihr das? Da hinten, da tümmelt eine gigantische Schlacht. Und klappt es? Hat sie gemacht, so ist brav. So eine Unterhaltung belauschen. Ja, wo kann man denn mal eine Behaltung belauschen? Hier kann sie mal lauschen gehen. Michela! Er hat gewonnen? Kann sich mal jemand unterhalten? Ich will. Ja, jetzt, die haben ja schon aufgehört. Und Gesundheit. Unterhält sich mal jemand? Hier, da. Schnell, 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 ehe sie aufhören, sich anzukeifen. Ganz unauffällig. Jetzt haben sie schon aufgehört. Jetzt fangen die hier an. Was soll denn das? Hast du eine Erlaubnis, auf dem Marktplatz ein Loch in den Boden zu buddeln? Wer ist das überhaupt? Kennen wir den? Oh mein Gott, das ist ein rothaariges Kind. Wer ist das? Pirat Lachlan. Okay, der Lachlan. Aber es sieht ganz gut aus, der Lachlan. Naja, ich muss den Leuten ja auch nicht immer auf den Po starren. So, what? Geh mal mit der Kamera hier drum. Sie macht das sehr gut. Sie lauscht hinterm Zelt, damit man ihr auch ja nichts nachweisen kann. Boah, ist ja richtig was los. Es gefällt mir, wenn sich das Königreich langsam zunehmend so belebt. Ist schön, aber es ist schon sehr laut. Und unsere Marktfrau preist wieder ihre Waren an. Ausgezeichnet. Und er macht in der Zwischenzeit gar nichts. Er gammelt rum. Gut, dann kannst du jetzt mal nach Hause gehen, weil du musst dich um deine Tagesaufgaben kümmern. Aber ich wollte mich doch noch unterhalten. Alter, der benutzt einfach meinen Amboss. Das geht so nicht. Dann stellen wir jetzt zweimal die Bärenhaut her. Schneller nach Hause gehen. Ich meinte die Bärendingensbumse. Ne? Ihr wisst schon, was ich meine. Wo ist denn das? Kann ich den jetzt noch nicht herstellen oder was? Doch, muss gehen. Oh. Ja, es sind so viele Gegenstände. Es ist schön, dass sie so viele Gegenstände sich ausgedacht haben. Das ist alles total toll, aber es ist immer wieder der gleiche langweilige Schmiedeprozess. Wenn er hoffentlich ja ganz von alleine auf die Reihe kriegt. Gut, sieht ihre Tagesaufgaben hinter sich. Dann muss sie Leute rekrutieren. Dann tun wir mal die zwielichtige Katja rekrutieren. Wir lernen die ein bisschen kennen, ein bisschen anfreunden. Und wenn wir uns mit ihr angefreundet haben, dann sollten wir sie ja auch für die Armee rekrutieren können. Fragst du auf jeden Fall nach Mörser. Und dann, mach einen lustigen Witz. Was zum? Nicht mit den Mönchen prügeln! Das ist doch ein Mönch, oder? Nee, ist der Waffenmann Stefan. Hey, Lord spielt auch mit. Du hast aber eine komische Frisur, Junge. Ist er denn hier? Er ist... Ja, das geht nicht. Ich benutze gerade die Schmiede. Was verkauft denn ihr da die ganze Zeit an? Also, ich will es gar nicht wissen. So, jetzt geht da mal alle weg. Jetzt geht da mal alle weg. Alter, ey. Verpiss dich aus... Ich meine... Oh. Das ist so ein Scherz, oder? Das ist so ein schlechter Witz. Wie die einfach da alle im Weg stehen. Ich glaube, es geht los. Hau mal drauf hier. Oh, das geht gerade noch so gut. Ist er jetzt fertig damit? Nee, er muss es erstmal wieder heiß machen. Erhitzen. Ist hier drin so viel los? Ist auch nicht gut. Nee, halt, nein, auch nicht.
Ist doch eh schon. Na, lass das. So. Und dann laggt das Spiel auch noch. Es steht mir wieder hier mit im Weg, ne? Dann kriege ich hier so einen Zustand. Die ganze Zeit lang Drogen da vertickt. Nein, natürlich nicht. Er verkauft hier für den Krieg. Für den Krieg. Sicherlich ein paar Ausrüstungsgegenstände. Ich meine, das ist ja unser Lehrlingsschmied. Da kann er ja auch ruhig... Lauf einfach uns durch, stört uns nicht. Mit Qualität ausgezeichnet. Und sie hat sich hier, was macht sie denn da? Persönlichen Brief verschicken. Na gut. Wie selbstständig doch alle handeln können. Muss ich mich mal darum kümmern. Wo ist denn jetzt die zwielichtige Katja abgeblieben? Der ich mich gerade so gut angefreundet habe. Wo ist denn die? Ich habe die Sim-Markierung aktiviert. Wo ist die? Da unten. Ich glaube, es geht los. Was will die denn da? Kann ich sie für die Armee rekrutieren? Dann muss sie aber so weit laufen. Och, Manno. Hunger habe ich auch. Kannst ja danach nach Hause gehen. Oh. Er macht das ganz ausgezeichnet. Die teilen sich ganz gut die Arbeit. So, aber jetzt geht's gerade nicht. Ich stelle hier gerade meinen Kram her. Okay, gleich haben wir das Bärenzeug. Ja. Wir dürfen das nicht gefallen lassen. Ich werde die Armee von Lamaliat unterstützen. Ne? Das hat ja super funktioniert. Er geht erstmal pinkeln. Gut, das kann ich verstehen. Wir haben Bärenhaut. Jetzt müssen wir noch zwei Säbel herstellen. Dann gehen wir ein bisschen schneller pinkeln. Und schmieden. Säbel. Steht nicht immer alle im Weg. Mann, ey. Ist doch nicht zu fassen, als ob die Arbeit als Schmied nicht schon doof genug wäre. Und sie ist jetzt zu Hause und macht sich brav was zu essen. Also mit zwei von der Sorte ist das echt schon anstrengend mit so einer Quest. Weil die einfach doch immer wieder Unsinn anstellen. Was ist jetzt inzwischen? Schwache Erkältung. Na, es geht ja langsam besser. Wie kann eigentlich aus lodernden Lenden eine schwache Erkältung wachsen? Kann mir das mal jemand verraten? Also ehrlich. Hättest du nicht was Leckeres essen können? Musstest du so ein ekliges Gammelzeug futtern? Muss sie immer das Gammelfleisch verkochen? Die hat doch sicherlich leckere Sachen hier in der Speisekammer. Die sind doch bestimmt besser. Ja, guck doch mal, da ist Fleisch drin. Warum hast du das nicht... Na, dann sorgen wir mal dafür, dass es sich ein bisschen besser fühlt. Und die Tagesaufgaben sind rum. Ich habe ein paar Leute rekrutiert. Dann können wir hier mal die Markierung deaktivieren. Und uns mal mit dem da anfreunden. Oh, es gibt hier wieder zu lauschen. Die starren sich auch nur an hier. Wow, ist das aufregend. Ja, ich sehe auch, ach, die kommunizieren per Telepathie. Ach so, telepathische Gedankenzeugsdingensbumsen, ist klar. So, Jordi, du musst jetzt noch ein Säbel herstellen. Hier ist nichts mit Quatschen und Schnacken und so ein Scheiß, ne?